Yo, 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 servus, mein Name ist Elektrikner und ich darf euch willkommen heißen zum letzten Spieltag des Legendary Pokémon Plateau. Wir, das Team Man's Not Hot, tritt an gegen Yutlu und sein Team Dizzy Punch. Falls ihr findet, dass ich mich komisch anhöre, das könnte daran liegen, dass ich ein bisschen krank bin. Dazu dann im Pokémon Bundesliga Video mehr, das heute Abend noch kommt. Ja, letzter Spieltag und unrelevanter könnte dieses Spiel leider gar nicht sein, denn ich und Yutlu haben beide keine Chancen mehr auf die Playoff-Plätze. Und ich weiß nicht, wie es ihnen ging. Ich habe auf jeden Fall so gebaut, dass ich gewinnen kann, aber ich habe jetzt nicht den krassesten Effort reingesteckt wie in den früheren Spieltagen, sage ich mal. Ja, schauen wir einfach mal über sein Team Dizzy Punch drüber. By the way, ein ziemlich cooles Logo, habe ich hart gefeiert, auch damals, wo es das erste Mal in Discord gepostet hat. Es hätte bestehen können aus Arceus, Normal, eines der besten Arceus, wie ich finde, eine Mega Mewtwo X, Giratina, Tapu Fini, Sekko mit dem Z-Stein, Snibunna, Heatran, Tangolos, Bronzong und Nidoking. Pardon. Gerechnet habe ich auf jeden Fall mit Snibunna, was nicht mitgenommen wurde, wegen Salamence wäre Snibunna ein cooler Pick für ihn gewesen. Bronzong sage ich auf jeden Fall, dass er das mitnimmt und dann, ja, Arceus Normal kann man halt immer mitnehmen und dann ein paar andere seiner Ubers, also das, was er mit hat, überrascht mich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht sein Heatran so ein klein wenig, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass er es mit hat, so ist für mich natürlich ein bisschen besser. Schauen wir mal kurz über mein Team drüber. Das einzige, was ich ein bisschen bereue, dass er Heatran mit hat, ist, wie ihr gleich beim ersten Mal seht, Salamence hat den Crunch und kein Erdbeben, weil ich dachte mir, Heatran wird nicht kommen. Da habe ich lieber den Crunch für sein Bronzong und jetzt kann ich Heatran nicht gescheit hitten, wenn es auf Full Health ist, was ein bisschen ärgerlich ist, aber müssen wir halt drum rum spielen. Dann haben wir einen Toxapex mit Scald, Knockoff, Recover und T-Spikes. Dann Blaziken Kill mit dem Fight Beam, Zed, High Jump Kick, T-Punch, Knockoff und den Protect. Dann wieder Scarfall oder Persian. Ist fast das gleiche Set wie gegen Mika letzte Woche, nur dass das Investment ein bisschen anders ist. Das heißt, wir sind ein bisschen physisch defensiver, um vielleicht von Mewtwo X oder sowas zu tanken. Oder auch es eine Wunder besser zu checken. Icy Wind für Speed Control, die sehr wichtig sein kann gegen Mewtwo und Arceus, die verhindern können, dass Mance sich vielleicht setup oder zumindest Mance auch durchsweept ohne einen Boost. Oder Science Nibuna. Dann wieder Weakness Policy Mew. Das kam halt letzte Woche überhaupt nicht zum Einsatz gekommen. Ich muss es einmal scheinen lassen und dann nochmal ein Subtoxic Eggy Slash. Ich habe kurz noch debated mit mir selber, ob sie vielleicht die Antibodenbeere, also die Schuke-Beere über den Leftovers spiele. Oder eben die Leftovers. Am Ende dachte ich mir, ja, mit Kingshield und Sub sind die Leftovers wahrscheinlich slightly besser, deswegen habe ich dann die genommen. Wie ihr seht, er hat mitgenommen sein Fini, sein Mewtwo X, sein Arceus Normal, sein Heatran, sein Bronzong und sein Giratina. Nichts, was mich halt überrascht. Die Spikes richtig gut in dem Match eigentlich. Sobald wir Fini wegkriegen, treffen sein Giratina, sein Arceus, sein Mewtwo und sein Fini, die ich sehr gerne gepoisoned haben will. Und wir lieben dann auch mit Toxapex, da es gegen sein Team eigentlich ein relativ gutes Matchup hat, mit Ausnahme von Mewtwo. Aber ich glaube nicht, dass er damit lieben wird. Und ja, er liebt mit Fini und ich wünsche euch dann schon mal viel Spaß und wir springen in den Kampf und bis gleich. Yo, der Yutlu fordert uns zum Kampf heraus und womöglich ist das schon sein erster Fehler. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Hier kommt Milu, sein Capo Fini und hier kommt unsere Ursula, also die beiden Seehexen stehen sich hier gegenüber und ich dachte mir, dass er schon vielleicht für Taunt oder dergleichen gehen wird, weswegen für mich Knockoff ein absoluter Safe Play war eigentlich. Sein Mewtwo ist noch nicht gemegert, das heißt, hätte er das hart reingeholt, hätten wir da sogar noch ganz cool Chip Damage bekommen und sonst hätten wir von fast jeden Mon, doch sogar von jedem Mon, das Item abgeschlagen. Ich schlage hier den Fluchtknopf ab, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, was er damit vorhatte und darüber haben wir gar nicht mehr gequatscht nach dem Kampf. Ja, auf jeden Fall bin ich hier dann gegen Fini rausgegangen, habe hier mein Mrs. Tanchi, das sich gegen Fini sogar potenziell setupen kann oder zumindest mit einer Psychic sehr es rausscannen kann. Leider hat er gut gedoubled und wir sind in Bronzong gegangen, aber ich dachte mir, okay, wird wahrscheinlich die Rocks oder dergleichen legen, weshalb ich hier in mein Chicken Joe Hard gegangen bin. Er geht für den Büroball, ist aber auch fein für mich, macht nicht so viel Schaden und ich kann dieses Bronzong auf jeden Fall erstmal rausscannen. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch Knockoff auf meinem Logok, was für mich ein No-Drawback
Drawback-Bleber, das hier zu drücken, denn falls er in den Giratina geht, die Kampfattacke oder Vorattacke predikten, erwische ich es da am Switch ganz gut und auch Bronzong hat er dadurch sehr effektiven Schaden bekommen. Gut, gegen Giratina will ich vorerst nicht drin bleiben, war heute echt Probleme mit dem Reden, weshalb ich hier in mein Felix gehe, den MVP dieser Season, ganz klar. Also, Alola Persian habe ich auf jeden Fall lieb gewonnen durch das LPP und er scared mich in mein Mew raus. Leider habe ich nicht den Shadow Ball drauf, sonst hätte ich hier schon mal mit dem Rock Polish wahrscheinlich setupen können und eine Mini Sweep hinlegen können. Er offenbart mir hier die Schemenkraft, hat also keinen One-Turn-Geist-Move, was für mich natürlich ganz cool ist, denn jetzt kann ich mir meinen Switch-In ganz normal aussuchen in dieses Giratina. Ich entscheide mich für Toxapex, da es physisch defensiv ist und ich glaube Schemenkraft ist physisch. Mal Hand des Schadens würde ich sogar eher sagen, das Spezielle ist. Ich weiß es gerade gar nicht, muss ich danach nachgucken. Ja, auf jeden Fall war mir schon klar, dass Toxapex Giratina in der Regel ganz gut wollen kann. Deswegen ist mir da relativ egal war, ob er physisch oder speziell ist. Gut, hier geht dann viel Giftspitzen auf seinen Switch. Er geht nicht in Fini, was für mich heißt, sobald Fini reinkommt, wird es vergiftet. Was ich natürlich sehr appreciate. Hier gehe ich dann für Abschlag auf das Bronzong. Ich will mal schauen, wer das Item mehr hat. Schlag hier den Rocky Helmet ab, was für unser Logok im Late Game dann sehr gut sein kann. Er liegt ebenfalls die Rocks. Das heißt, wir können wahrscheinlich keinen V-Fog von seiner Seite erwarten. Was ich ganz gut finde. Ich selbst habe auch kein Hazard Removal am Start. Für Menz ist es zwar ein bisschen ärgerlich, aber Menz hat den Ruheort, wenn es hart auf hart kommt. Von daher können wir hier eine zweite Lage Giftspitzen auf jeden Fall erfordern und müssen nicht unbedingt krass viel Angst vor Hazards haben. Er zeigt mir hier den das Erdbeben, was komplett fein ist. Ursula steckt das ganz gut weg, ist halt ein defensives Monster, auch wenn die HP-Base natürlich relativ wack ist, aber 130 glaube ich in den Werten ist schon krass. Gut, er geht hier jetzt raus, sieht, dass er den Kampf nicht gewinnen kann, denn ich offenbar hier natürlich auch gleich die Recover, wie ihr sehen werdet, und wir können Dapu Fini auf den Switch-In vergiften, was schon mal ziemlich gut ist. Das andere Problem ist halt, dass Nebelfeld verhindert ist, dass seine anderen Mons vergiftet werden können, aber Fini schon mal vergiftet zu haben ist auf jeden Fall nice, denn da so können wir seine Langlebigkeit auf jeden Fall stark reduzieren. Hier macht er dann einen Double Switch in sein Arceus und ich habe ebenfalls gedoubled oder bin halt rausgegangen und ich glaube nicht, dass er den Wechsel prediktet hat. Ich glaube, er hat irgendwas anders prediktet, denn Durengard hat in der Regel ein relativ gutes Matchup gegen Arceus Normal, auch wenn Arceus Normal natürlich das Erdbeben parat haben kann, aber in der Shield-Form sollte Durengard das jedenfalls ganz gut tanken können. Er zeigt mir hier jetzt auch den Schwertanz. Mein Play wäre es vielleicht gewesen, zuerst den Sub zu drücken und dann erst das Sacred Sword. Bin aber hart für Sacred Sword gegangen. Ein kleiner Missplay, aber wir machen ziemlich guten Schaden auf das Arceus. Das ist leider die Überreste trägt, womit er sich wieder ein bisschen recovern kann. Hier dachte ich mir, ich gehe mal für Sub. Falls er Schwertanz auf mein Königsschild prediktet. Aber Erdbeben war für ihn auch ein No-Drawback-Play. Und ja, so droppt leider mein Durengard. Ein bisschen schade, deswegen bereue ich es auch, die Schuko-Bäre nicht mitgehabt zu haben. Hätte hier in dem Fall wahrscheinlich das Matchup sehr zu meinen Gunsten wenden können. So, ich gehe jetzt in meinen Man's Not Hot. Da er die Leftovers hat, glaube ich nicht unbedingt, dass er komplett Full Speed fährt auf Arceus. Und selbst wenn, es immer noch ein Speed Die und Mega Man's kann den Damage des Todes machen. Aber ich wollte eigentlich nur die Bedroher rausholen. Und bin danach wieder in mein Felix gegangen, um das Turbo-Tempo oder den Eisbogen zu beten, was auch immer er jetzt parat hat. Aber er ist sogar rausgeskehrt, was mir dann auf jeden Fall gezeigt hat, dass er langsam ist. Denn mein Man war nicht mal gemegert und ist schnell rausgewechselt. Also das lässt schon mal auf ein ziemlich balkiges Arceus Normal schließen. Und ja, er ist dann Bronzen gegangen, wie in unserer Snowmelee-Card, wie ihr ja gesehen habt. Und hier habe ich natürlich nichts zu verlieren gehabt, um mit einem Parting Shot rauszugehen. Ich hätte natürlich auch Switcheroo drücken können. Aber den Scarf zu verlieren könnte noch relevant werden gegen sein Mewtwo und sein Arceus. Wobei ich sein Arceus nicht, aber gegen Mewtwo auf jeden Fall. Weshalb ich da auf jeden Fall nichts riskieren wollte und mir den Scarf erstmal noch für mich selbst behalten. Bin hier in meinem Hardman Logok, verwundert vielleicht ein paar, aber ich habe den Donnerschlag parat, der sehr guten Schaden macht und ich habe halt nicht unbedingt
gedacht, dass Fili eine Wasserattacke spielen wird, denn ja, ich habe halt einen Toxapex, sie haben Bulu, ich habe einen, ja, E-Slash wäre es vielleicht gut. Aber allein wegen Toxapex und Bulu dachte mir, dass er eher die Feenattacke fahren wird, was für mich natürlich hier sehr zugute kommt. Hier habe ich wieder den Wechsel predicted, bin daher auf den Knockoff gegangen. Wir haben das Item von Fili schon gesehen. Aber ich dachte mir auf jeden Fall, dass er es aufsparen will, um das Nebelfeld nochmal rauszuholen, um nicht unnötig weitere Mons vergiftet zu kriegen. Ich hoffe, das war grammatikalisch irgendwie vertretbar. Ja, auf jeden Fall kann ich Giratina mit Knockoff hier finishen und das ist der erste Kill für Logok. Ich glaube, das ist der erste Kill für Logok im ganzen LPP, oder? Oder war es sogar der zweite schon? Hat es in irgendeinem anderen Spiel einen Kill gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war echt literally der erste Kill von Logok. Und ja, in dem Fall, nimm das, Strato. Jetzt hat Portugal nur noch gleich viele Kills wie Logok. Also, wer ist hier der bessere Vogel, ne? Ja, die Mewtwo kann nicht drin bleiben. Knockoff macht nicht viel. Der Z-Highjump-Kick würde Mewtwo auch nicht unbedingt viel Schaden machen. Vor allem nicht von Fool. Gehe hier da in mein Dings raus, mein Persian. Er prediktet das Ganze nice mit der Aura-Sphäre. Beziehungsweise hätte die Aura-Sphäre wahrscheinlich gegen Basic auch gereicht. Und hier verliere ich meinen Scarfer. Sehr, sehr ärgerlich für mich, wenn ich ehrlich bin. Ich muss jetzt hier in meine Mrs. Tanchi gehen. Und das Rock Polish drücken. Wahrscheinlich wäre es in der Hindsight, jetzt wo ich es sogar nochmal betrachte, besser gewesen, einfach straight Psychic zu rücken, denn ich hatte ja die Working Wave. Und ja, hier drücke ich ja Steinpolitur. Und wie ihr gleich sehen werdet, wird der plus 2 Psychic vom Mew leider nicht ausreichen. Und auf der anderen Seite hätte ich halt so ein bisschen Chip Damage mit Vacuum Wave nochmal bekommen. Also hier, aber die Vacuum Wave hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht. Wobei jetzt mit dem Drop könnte man kalken. Ja, wäre vielleicht knapp gewesen, aber ich im Zweifel für den Angeklagten glaube ich, dass Mewtwo das trotzdem überlebt hätte. Ja, aber ich brauchte auf jeden Fall den Schaden auf Mewtwo, um mit Chicken Joe ihn jetzt Revenge killen zu können. Drücke hier natürlich das Protect, um im Folgeturn schneller als Mewtwo zu sein. Und ja, er greift Gott sei Dank mit Psychostoß an, geht in kein anderes seiner Mons. Ich meine, er hätte potenziell wieder in Fini gehen können, hätte dadurch nicht wirklich viel verloren. Aber er entscheidet sich hier sein. Oh, er geht jetzt sogar in Fini. Never mind. Ja, ich hätte auch einen Turn früher machen können, finde ich. Er hätte dadurch eigentlich nichts verloren. Aber wahrscheinlich wollte er einfach im Fall, dass ich overpredikte, einen Ballsy Play machen. Ja, er hat in beiden Fällen nichts verloren, denn wenn ich jetzt nicht Protect gedrückt hätte, er mein Logik rausgenommen und ja, war schon ein legitimer Play, für ihn. War eigentlich der Play, den er machen hätte sollen. Also perfekt gespielt von Mewtwo, muss man zugeben. Ja, wir können hier Fini rausnehmen und Logik holt sich den zweiten Kill und ja, wir sind vor Portugal. Hashtag vor Portugal. Gut, Arceus können wir theoretisch mit dem Z-Highjump-Kick rausnehmen, aber das Turbo-Tempo reicht leider. Ich habe jetzt nicht nachgekalkt, ob das eine Roll war. Ich gehe mal davon aus, es war keine, sonst wäre ich, sollte ja es ich sein müsste. Und gehe hier ganz quietschfidel wieder in mein Mens. Kriegt natürlich den Bedroher raus und er ist noch nicht, hat sich noch nicht SD'd. Das heißt, Benz hat hier gute Karten. Ich habe Roost auf dem Switch. Ja. Wir haben eigentlich allgemein Roost gedrückt. Also just in case. Wenn ich gerade so Roost plus ein DD rausbekommen hätte, hätte ich ganz gute Chancen gehabt, hier nochmal Late Game was zu reißen. Er schickt hier sein Heatran rein. Und ja, da habe ich es noch hart bedauert, dass ich kein Erdbeben dabei habe. Aber wie ihr gesehen werdet, das sieht man jetzt gar vom Pack, die hin paar Eis. Und ja, die reicht sogar. Also richtig krass. So. Könnte sogar Modest Heatran spielen. Das finde ich auch cool. Also Mans ist eigentlich gar nicht so langsam, dass Modest Heatran das trotzdem knackt. Respekt. Ja, hier gehe ich dann wieder meine Ursula. Und er kann jetzt natürlich in sein Arceus rausgehen. Oder in sein Mewtwo. Wie es lieber hat. Arceus ist natürlich der bessere Play, da es mehr HP hat, kriegt jetzt natürlich die toxische Vergiftung ab. Und hier kommt auch das Siedewasser, der ein bisschen Chip Damage macht.
Und ja, ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass Arceus das One-on-One hier locker easy gewinnt und wir den letzten Spieltag tragischerweise, sag ich mal, 4-0 gegen den werten Yuzhlu verlieren. AT nochmal für den EQ. Ich glaube, ich habe ja hier die Überreste abgeschlagen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich bin sogar nochmal für Scald gegangen. Einfach in der Hoffnung, dass vielleicht Scald und ein Burn, Scald und der Toxinschaden am Ende reicht, denn ich war mir ziemlich sicher, dass ich ein Plus 2 EQ tanke mit Toxapex. Und siehe da, 22 HP, gut. Aber Siedewasser reicht leider in Kombination mit dem Toxic bei weitem nicht, da dieses Arceus einfach bulky as hell ist, Mann. Und ja. Drückt am Ende nochmal Erdbeben oder macht einen cool Move? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, ich hätte es gefeiert, wenn er mit E-Speed gespielt, gefinished hätte. So ein E-Speed-Killer Arceus am Ende einer Oberstliga. Ja, wäre stylisch gewesen. Also Yuzhlu da auf jeden Fall Minuspunkte in der B-Note. Ja, muss man so sagen. Nee, GG an Yuzhlu, zu Recht den letzten Spieltag gewonnen. Da kann ich mich gar nicht darüber aufregen. Schaut den Kampf auf jeden Fall auch aus seiner Perspektive an. Und falls euch nur der Kampf interessiert hat, könnt ihr jetzt wegklicken. Jetzt kommt nochmal ein kurzes Fazit zum LPP, das ich für mich selber ziehen will. Und zwar folgendes. Es wirkte auf jeden Fall ein bisschen effortless von mir. Also, dass ich mich das Ganze zum Spaß gemacht habe in den ersten Spieltagen, mir nicht wirklich viel Mühe gegeben habe. Zumindest kam mir das Gerücht zu Ohren, dass Leute das so aufgefasst haben. Ich sage mal, das stimmt zu 50%. Zu den anderen 50% hätte ich schon gern immer gewonnen und ich habe auch immer so gebaut, dass ich gewinnen kann. Ich habe kein gutes Team gedraftet, das muss man auch dazu sagen. Ich habe Mons gedraftet, die ich cool fand, aber ein paar sind halt nicht gut. Also, oder sie sind alle gut, finde ich eigentlich. Aber in der Kombination miteinander sind sie nicht gut gewesen. Ihr müsst gucken, ich habe kein einziges Mon, das nicht gegen Ground weak ist und gegen Eis. So. Oder das resistet. So, weißt du, ich habe Toxapex, das resistet Ground. Resist Ice ist gegen Ground weak. Ich habe Bulu, resistet Ground ist gegen Ice weak. Und jeder hat ein Arceus und jedes Arceus kann Ice Beam und Earth Power oder Erdbeben, was auch immer. Also, das war schon mal in der Kombination richtig schlecht. Also, da fehlte die Synergie komplett. Ich hätte einfach noch ein Panzer Ehre und irgendwas gebraucht. Und Celesteela wäre richtig krass gewesen im Team. So. Das hätte mir hart aushelfen können. So Celesteela, Bulu und Toxapex zum Beispiel. Das wäre dann ein guter Core, auf dem man aufbauen kann. Und das habe ich halt, ich selber beim Draft schon verkackt. Also da trifft die Schuld nur mich. Und das hat mir das Teambuilding unnötig schwer gemacht. Dann, okay, das ist erstmal dazu. Aber ich hatte auf jeden Fall die Ambitionen zu gewinnen. Und dass ich hier in einer Liga mit 3-6 ausscheiden muss, finde ich halt für mich selber, für meine Ambitionen nicht cool. So, da bin ich auch kein Fan. Also da bin ich auch kritisch mit mir selber. Und das nervt mich auch und ja, ich würde es in Zukunft auf jeden Fall anders machen und hoffentlich auch besser machen. Dann, was ich noch sagen wollte, zu den Spielen an sich. Am ersten Spieltag in Nesflo, super spannender Kampf. War auch ein 1-0, hätte nie gedacht, dass das nur ein 1-0 wird. Ich hätte da echt gedacht, ich verliere das Haus hoch. Und ja, da wegen zwei 50-50s mehr oder weniger leider halt verloren. Das hätten schon mal 3 Punkte sein können und eine Niederlage weniger so. Leider, aber da hat er mit Ditto halt natürlich die 50-50 mit der Happiness gewonnen, so beim Teambuilding. Aber war ein cooler Kampf. Dann gegen Downy komplett untergegangen. Was lustig ist, wie lange Kyogre hat. Ja, der Downy hatte einfach ein krasses Team gepickt. Ich habe gematcht, aber auch nicht gut dagegen gebaut und dann kam halt noch der Crit First Turn, der mal so meine einzige Wincomb basically bis zerstört hat. Der war ärgerlich. Strato hat mich auch hart überrollt, da konnte ich auch nichts machen, also komplett weggefiedelt worden. Gegen Kusha und Teemo lief es dann ganz. Dann kommt Kusha. Dann gegen Crowd wieder knapp, also Kampf gegen Kusha, da, wie gesagt, da habe ich mich auch echt hart bemüht. Da hatte ich auch vergleichsweise ein bisschen cooleres Matchup als die Spieltage davor. Und Alola Persian hat einfach alles gemacht. Also kann ich nur empfehlen, schaut den Kampf gegen Kusha an.
Bruder Persian, der Goat, dann gegen Kraut wieder knapp verloren. Aufgrund eines Kalking-Fehlers. Richtig dumm gewesen. Ja, aber war ein cooler Kampf, auch sehr knapp. Und sehr cool, auch sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Und dann gegen Timo und Perry kam ein Spiel, die konnte ich ja gewinnen. Gegen zwei, wie ich finde, sehr starke Gegner. Timo hat die Prep halt hart entschieden. Gegen Barry war es auch eine ballsy 50-50, die ich eingegangen bin, die mir da zum Sieg verholfen hat. Was ziemlich cool war. Und jetzt am Ende gegen Mika dann nochmal. Also gegen Mika halt, der Greenchair Sweep, den er ganz gut, ganz ballsy gepult hat, sag ich mal. Ich hatte echt ziemlich viele Wege, das zu verhindern und hab's nicht getan. Also hier kann man sich selber ins Gesicht schlagen in dem Fall. Und jetzt mal gegen Yutlu und ja, da einfach ganz klar verloren, hat besser gespielt. Muss man nicht viel drumherum diskutieren. Overall jetzt das Gesamtfazit zur Liga. Es hat mir nichtsdestotrotz Spaß gemacht. War ein bisschen eine stressige Zeit für mich leider, weshalb ich auch drei Kämpfe nicht selber kommentieren konnte. An der Stelle nochmal danke an Yannick, Belly und Swissy, die das für mich erledigt haben. Echt mega geil, dass das so gut über die Bühne gelaufen ist. Und auch danke an Zelos für den guten Willen, er wollte mir auch einen Kampf kommentieren. Kam dann leider nicht zustande, da er auch unter Zeitstress ist, aber so ist es eben manchmal. Aber der gute Wille war da. Das die Shoutouts auf jeden Fall. Auch Shoutout an Strato und Shadow an der Stelle dann nochmal, die mir immer die Kämpfe gecatchert haben. Nochmal Shoutout an Yannick, der immer die Thumbnails gemacht hat, der die Thumbnails immer perfekt macht. Muss man auch hier mal ein Applaus für Yannick. So, und jetzt zum tausendsten Mal, das ist das Endfazit. Overall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, war eine stressige Zeit für mich, aber eine Ubers-Liga an sich finde ich von der Idee her sehr, sehr cool. War meine erste Ubers-Liga, weshalb ich da relativ ins Blaue gestartet bin, da auch die ersten drei Spieltage dafür gepunished worden bin, aber an und für sich würde ich noch einmal mitmachen. Und jetzt weiß ich es Gott sei Dank ein bisschen besser, stellenweise, was, wo sind Synergien und so weiter. Ich finde auch ein Downies-Team würde ich jederzeit auch nochmal draften, würde ich gegen den Draft hart klauen. Und ja, also falls es eine zweite Season gibt vor Schwert und Schild, würde ich auf jeden Fall mitmachen, falls man mich noch dabei haben will, wie es dann zu Sword und Shield oder Schwert und Schild eben aussieht, weiß ich nicht, da kommen auf jeden Fall wahrscheinlich andere Projekte im Vorrang, würde ich sagen. Ich würde nicht mit einer Ubers-Liga in Schwert und Schild starten, hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock für. Aber wie gesagt, davor eine oder so, mir ist so ein Jahr oder ja, muss ich mal sein, ein halbes Jahr nach Schwert und Schild kann man auf jeden Fall auch über eine Ubers-Liga reden. Wahrscheinlich da es werden ja auch neue Ubers dazukommen. Das Meta wird sich ja nochmal ändern, je nachdem, wie Ubers da zu spielen ist. Ja, und viel mehr bleibt von meiner Seite aus nicht zu sagen. Ich hoffe, die Liga konnte euch trotzdem ansatzweise entertainen. Beziehungsweise ich konnte euch in dieser Liga ansatzweise entertainen. Die Liga an und für sich bietet natürlich viel mehr Entertainment. Wir haben echt gute Leute dabei gehabt. So, auch wahrscheinlich auch bessere Entertainer als mich. So. Und ja. War nicht mein Gusto-Stückerl, weder von der Pünktlichkeit her oder dem Skill-Technischen her, aber beim Teambuilding hatte ich wie gesagt Spaß und ich wäre jetzt wieder dabei. Und jetzt wird es Zeit, das ganze Video abzuschließen. Um 20 Uhr kommt nochmal Pokémon Bundesliga, falls ihr darauf Bock habt, und sonst wünsche ich euch noch ein wunderschönes restliches Wochenende. Macht's gut, haut rein, euer Elis, Servus! Ele Kids, glaub ich, die Crew. Ele Kids, glaub ich, die Crew. Ob bist du mit mir cool, gehörst du sicherlich dazu.